Willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dir heute hier ein Zill 133 vorstellen. Kostet 25.000 Euro, 16.000 Liter Ladevolumen, 80 Hammer soll er schnell sein, 72 habe ich bis jetzt schon geschafft. 250 Liter Tankvolumen, 210 PS, entsprechend 154 kW und 30 Euro Unterhalt. Du kannst hier alle Standardfrüchte von der Karte laden, auch außer Flüssigkeiten und die ganzen Standard Früchte von alles 17. Hier sehen wir hier den Mod, den habe ich jetzt gerade hier beladen mit 16.000 Liter. N kannst die Plane entfernen, dann kannst du hier mit X den Aufsatz rauf und runter, kannst du, egal ob der jetzt oben ist, hast immer 16.000 Liter Ladevolumen. Da habe ich vorhin jetzt eine kleine Panne mal gehabt, da hat es mir irgendwie alles rausgehauen. Mit der Taste, also I, kannst du hier entladen und schön verteilen, wie du siehst, hier die ganze Sache. Das ist sehr schön gemacht hier. Dann drückst du hier Steuerung I und dann kannst du hier mit der Taste, also linke Maustaste hier, die rechte Portwand auf und zu machen, ist von Geräusch animiert. Hier mit beide gehalten, vorgeschoben oder nach hinten geht es rauf und runter. Hängekupplung hat er auch. Hier hinten hat er hier auch, also Anschlüsse für die Bremsanlage vom Hänger oder diverse andere Sachen. Rückfahrlicht funktioniert, Bremslicht, Blinker, vorne so wie hinten. Nebelscheinwerfer hier mit Numbit 5, Fernlicht mit Numbit 6, dann sehen wir hier das, dann schauen wir uns innen drin um. Hier sieht man hier Blinker alles animiert. Schaltknüppel funktioniert auch. Dann siehst du auch hier auf die Kontrolllampen. Das machen wir so mal Licht mal aus. Das ist hier alles animiert, wie man sieht. Dann siehst du hier also Hebler, Fernlicht oder Lichthupe, je nachdem, wie du es haben möchtest. Da habe ich jetzt mal abgeschalten. Starten wir neu. Dann sehen wir hier, dass hier die Zeiger raufgehen. Dann hat er noch Autoload-Funktion, aber das mit der Autoload-Funktion, das habe ich leider irgendwie nicht hinbekommen. Weiß nicht warum, ich habe die Fruchtsorte nicht gefunden. Man sieht jetzt hier, ich habe, ich drücke mal eine andere Taste, schiebe das mir hier rüber. Das ist von der Karte das Menü. Dann sehen wir hier, ich habe hier Numbit 0, da kann ich hier umschalten, aber ich finde das Y nicht. Der hat hier auch, da kann man wählen für rechte Seite, linke Seite. Dann Länge der Balken zwischen 1 und 5 Meter. Vielleicht ist das Autoload fürs Holz. Ist, wo ich ihn runtergeladen habe, stand nichts dabei. Du kannst auch mit, von außen her dann Spanngurte anbringen. Jetzt halte ich mal kurz mal aus, steige mal aus hier. Dann sehen wir hier, dann leuchtet hier also mit R Spanngurte lösen oder anbringen. Schick hier dann da. Dann sehen wir hier, er hat hier zwei Tanks. Blattfedern sind schön dargestellt und habe ich hier jetzt noch nicht geschlossen gehabt, wie man hier sieht. Dann muss ich kurz mal so schauen, ob man drunter schauen kann hier. Dann sehen wir hier sogar die Kardanwelle nach vorne gehen. Er hat nur hinten, also Heckantrieb von Haus aus. Aber du kannst ja, wenn du hast einen Drive-Control, kannst du ja ein Allrad auch noch einschalten. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schaust du wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.